Hallo liebe Fotofreunde, hier ist Frank Fischer von der FF Fotoschule. Heute mit dem ersten Newsflash. Letzte Woche haben wir kurz einen Newsletter hier quasi ins Video gesprochen und es kam offenbar so gut an. Wir haben viel Feedback bekommen, hauptsächlich per Mail, aber auch bei Facebook und über die Communities, in denen wir so vertreten sind. Insofern wird es jetzt häufiger geben. Wir werden noch einmal immer ganz kurz sagen, was wir so gemacht haben, wo wir stehen, was es Neues gibt und auch so ein bisschen Quatsch erzählen vielleicht. Ja, was hat uns die letzten Tage beschäftigt? Wir haben bis heute Nacht quasi die Buchhaltungsunterlagen fertig gemacht für den Mai 2012. Immer wieder eine ätzende Sache. Ich als Buchhaltungslegastheniker und wirklich jemand, der gar keinen Bock darauf hat. Mir macht das wirklich keinen Spaß, aber muss ja sein. Insofern, das ist abgeschlossen. Dann haben wir die gesamten Unterlagen und alles, was sonst an Material nötig ist, für die UMD-Workshops am kommenden Wochenende in Bremen gepackt. Wir werden persönlich am Sonntag in Bremen sein zu den beiden UMD-Workshops People Fashion im Studio und People Outdoor. Rest, was dafür nötig ist, bringen wir dann persönlich mit. Ja, dann designen wir gerade an einem eigenen T-Shirt, was in größerer Stückzahl gedruckt werden soll. Einfach so als Giveaway und für Dozenten und Helfer und wer auch immer mit der FF-Fotoschule unterwegs ist. Das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, aber dann auch entsprechend veröffentlicht. Unser Webseitenprogrammierer Tobias Franz, vielen Dank an dich. Heute haben wir ein Sicherheitsupdate gemacht. Darüber hinaus programmieren wir gerade an Online-Seminaren, sodass auch diejenigen, die nicht an einem der Standorte der FF-Fotoschule wohnen, bestimmte Seminare belegen können online. Gleichzeitig wird es dort neue Themen geben, die für teilweise auch kleines Geld eingekauft werden können. Wird noch einen kleinen Moment dauern, aber wir sind an der Webseitenprogrammierung dabei und werden das dann nach einer gewissen Testphase online stellen. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe heute Video auf querfeldein.de. Ich besuche eine Reihe von Webseiten täglich, manche wöchentlich, querfeldein.de im Prinzip täglich, weil jeden Tag ein neuer Beitrag ist. Heute habe ich mir das Video angeschaut von dem Stilpiraten Steffen Böttcher, der ja leider seinen Blog zugemacht hat, das er mit dem Paul Ripke gemacht hat. Sehr empfehlenswert, 1,5 Stunden Unterhaltung, Einblick in das Leben eines Berufsfotografen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Einfach mal auf querfeldein.de reinschauen. Was haben wir dann noch gemacht? Letzte Nacht, nachdem die Buchhaltung fertig war, habe ich mich noch so 1 bis 2 Stunden in Grillforen rumgetrieben. Mal was ganz anderes wie fotografieren. Es ging darum, einen neuen Gasgrill anzuschaffen. Und das, was ich mir in der Klasse Weber zu dem Preis leisten kann, war mir im Prinzip zu klein. Insofern ist es was anderes geworden. Da wird es bestimmt demnächst mal ein Bild beim Grill von geben. Lasst euch überraschen. Und das war's für heute mit dem Newsflash. Alles Gute und tschüss.